Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's Porchetta. Und weil Porchetta eine Spezialität von unserem Fleischer Carsten Scheller ist, darf er auch mit Julian zusammen die Vorbereitung machen und ich gehe aus dem Bild, dann ist es auch ein bisschen hübscher. So sieht's nämlich aus, also hau ab. Viel Spaß. Wenn ich Carsten schon mal hier habe, dann nutze ich natürlich auch gerne die Chance, noch mal Fragen zu stellen, nicht wahr? Die erste Frage ist, was genau ist Porchetta? Und die zweite Frage ist, wenn ich nicht umfalle, wieso ist dieser Schweinebauch so klein? So eins, Porchetta ist ein Rollbraten vom Schwein. Eigentlich, die Italiener machen das vom Schweinferkel, wir machen das heute von einem etwas älteren Schwein. Dazu ist es wichtig, dass der relativ gut zurechtgeschnitten ist. Einfach zum Metzger deines Vertrauens gehen. Ja, habe ich gemacht, ja. Und dem sagen, ich brauche einen Schweinebauch ohne Knochen, ohne Knorpel, ungefähr 30 bis 40 cm lang, 15, 20 cm breit. Mhm. Ja? Und ja, den schneiden wir jetzt einfach auf und dann füllen wir ihn. Ich habe da so ein bisschen spezielle Gewürze dazu ausgesucht. Ja. Und damit fangen wir jetzt einfach an. Und dann rollen wir ihn später auf. Perfekt. Sehr geil. So, wir fangen an, das Ding aufzuschneiden. Und ganz wichtig, bevor ihr anfangt, einmal gucken. Du hast an so einem Bauch immer eine fette und eine magerere Seite. Mhm. Und wir beginnen mit dem Aufschneiden von der fetteren Seite. Das hat den Vorteil, dass wir anschließend beim Aufrollen nicht in der Mitte so einen Fettkern haben, sondern sich das Fett außen so ein bisschen verteilt. Mhm. Wir schneiden das jetzt einfach hier horizontal, bis wir am Rand angekommen sind. Auf, bisschen aufpassen, dass man da nicht ins Fleisch schneidet, möglichst keine Löcher reinmachen. Mhm. Und irgendwann kommen wir zu diesem Teil, der ist beim Rind das Skirt Steak, ich weiß gar nicht, wie das beim Schwein heißt, die Abdeckung von den Knorpelrippchen. Und das lösen wir auch so ab. Und dann können wir das nämlich am Ende mit einrollen. Und dann haben wir in der Mitte dann nämlich mageres Fleisch und das Fett so ein bisschen außenrum. Mhm. So, und dann fangen wir an mit den Gewürzen. Sehr gut, so machen wir es. Dazu brauchen wir die Fenchelsaat. Die kannst du schon mal stoßen, bitte sehr. Sehr gerne. Orangenschale, Zwiebellauch, Bärlauch, Thymian und eine geheime Zutat, von der weiß Julian auch noch nicht, was es ist. Aber die riecht auf jeden Fall komisch. Ja, die riecht komisch, aber wir lassen noch ein bisschen den Deckel drauf. Im Laufe des Videos erfahrt ihr da mehr. So, wir starten mit der geheimen Zutat. Die wird hier einfach drauf gepinselt. Nicht zu viel, denn die hat Kraft. Okay. So. Dann kommt der Fenchel. Jawohl. Kannst du schon mal drauf verteilen, vorsichtig. Mhm. Und ich? Und Hashtag Smoke, da bin ich vergessen. Oh, und Hashtag Smoke, genau. Ah, genau, alles klar. Hashtag Smoke. So, dann kommt der Bärlauch dazu. Einfach auf eine Hälfte ungefähr, nicht zu viel. Auch das, ein starkes Aroma. Da könnte ich auch Knoblauch nehmen, ne? Absolut. Also jetzt zum Jahreszeit gibt es natürlich jetzt frischen Bärlauch, aber Knoblauch geht genauso gut. Überhaupt, es gibt ja keine Porchetta-Polizei. Du kannst da reinmachen, was du möchtest. Der eine mag keine Orange, die kommt nämlich jetzt dazu. Mhm. Und der mag vielleicht lieber was Fruchtiges, Zitrone. Oder einer mag ein bisschen mit Schärfe statt dem Thymian, den wir jetzt hier drauf streuen. Und da kannst du dich wirklich total auslassen. Auch Rosmarin wäre denkbar. Die Italiener legen sogar eine Lage Austern oder Jakobsmuscheln mit rein, um so ein bisschen Aroma reinzukriegen. Und dann kommt der Zwiebellauch obendrauf. Ein so rum und ein so rum. Und dann fangen wir einfach an, das Ganze aufzurollen. So, das ganze Ding ist jetzt ordentlich fest aufgerollt. Und jedes gute Paket wird auch verschnürt. Und das machen wir jetzt. Aber jetzt kommt der Part, wo die meisten sich die Finger brechen, richtig? Absolut. Also die meisten machen immer den Fehler, dass sie am falschen Ende anfangen und dann der Braten ungleichmäßig wird. Und deswegen beginne ich immer einfach in der Mitte. Ja, eins, zwei, dreimal umschlagen, dann geht es nicht wieder auf. Und dann in der Mitte mache ich so fest, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und das ist dann hinterher meine Scheibenstärke. Wichtig ist bei dem Braten, dass ich vorne, hinten überall die gleiche Größe habe, damit ich auch auf dem Grill dann mit der gleichen Garzeit rauskomme. Mhm. So, und als nächstes kommt dann eben am einem Ende. Eins, zwei. Und da muss ich jetzt genauso stark ziehen wie in der Mitte, damit ich wirklich durchgehend eine Stärke habe. So, wir wiederholen das Ganze jetzt noch ein paar Mal. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sieht das am Ende so aus.
Jetzt bin ich hier frisch dazugekommen, habe die ganze Zeit nicht gesehen, was ihr treibt und sehe hier so einen netten Rollbraten. Ja. Porchetta. Ich kenne das so, dass man das mit einem Faden durchgängig macht. Jetzt sind das hier irgendwie alles einzelne. Hat das einen Hintergrund oder ist das... Also ich persönlich finde das mit den Einzelknoten immer ganz schön, wenn mir nämlich ein Stück überbleibt. Ich weiß, über gibt's bei euch nicht, ja, aber gerade Porchetta, das ist eine Riesenportion, wenn ihr nur mit zwei Leuten isst oder so. Und du hast für morgen früh dann noch ein schönes Stück im Kühlschrank. Dann hat es den Vorteil, wir können nachher hier einfach Scheiben abschneiden. Und der Teil, der überbleibt, der bleibt schön unter Spannung. Okay, und du hast für morgen einen super Aufschnitt. Ne? Okay, und klar. Es flattert nicht alles auf. Wenn ich da einen durchgängigen Faden nehme, dann würde die Spannung verloren gehen. Gut, jetzt ist es so, so ein Porchetta wird ja am Drehspieß gegrillt. Aber vorher kommt das bei uns für eine Stunde hier in Salzwasser. Das ist kochendes Salzwasser, leicht köchendes Salzwasser. Weil, und dazu kommen übrigens auch noch ein paar Thymianzweige zum Aromatisieren. Der Hintergrund ist, durch das köchelnde Salzwasser, wichtig ist auch das köchelnd, kann das Eiweiß gerinnen und der ganze Geschmack bleibt im Porchetta und geht nicht ins Wasser über, sonst hätten wir nämlich eine gute Suppe und keinen leckeren Braten. Genau. So, und jetzt bleibt das hier eine Stunde drauf im Wasser, danach wird es auf den Spieß gesteckt und so weiter. Das seht ihr jetzt aber alles. Wir machen nämlich mal wieder so ein kleines Pörnchen. Ich täte meinen. Erstmal vielen Dank an dich, Carsten. Bitte gern. Und wir sagen jetzt Foodporn ab. Es ist vollbracht. Ungefähr 2 Stunden hat das Ding noch gedreht. Und ihr habt das vielleicht gesehen, der Drehspieß, den wir benutzt haben, ist vom Pro 825, weil wir gerade den anderen nicht gefunden haben. Wir hatten auch nur noch eine Kralle. Wir mussten ein bisschen improvisieren, hat bestens geklappt. Zwischendurch immer wieder mit dem Sud übergossen, dadurch kommt richtig Aroma ran. Ey, und das sieht so geil aus. Und das Problem ist, ich habe wirklich noch nicht reingewissen, aber alle um uns rum haben schon reingewissen und drehen die alle durch. Und ich möchte es auch machen, aber vorher muss ich dir und auch euch noch die geheime Zutat verraten. Ich wollte nämlich gerade Carsten holen, der muss aber jetzt auch mal ein bisschen arbeiten, hat es mir aber verraten. Es handelt sich dabei um vietnamesische Fischsoße, Nam Pla heißt die. Und die wird aus Fisch extrahiert, hergestellt und gibt ein super krasses Umami. Ich wollte gerade sagen, wieder Umami-Geschmack. Wie genau. Letztens bei den Koteletts. Die hat er mir auch gesagt, vorsichtig dosieren, aber das habt ihr sicherlich gesehen. Ich weiß das nicht, war am Anfang nicht dabei und jetzt wird probiert. Komm. Sehr gut, alles klar. Dann hauen wir mal rein, wa? Ich schneide es nochmal klein. Ja, schneid mir mal. Hör mal. Ja. Okay, Freunde, es ist soweit. Alter, ist das hart. Das ist der beste Schweinebauch, den ich jemals gegessen habe. Und das ist kein Scherz. Ey. Du kannst es innen drin essen. Ey. Das ist der Oberwahnsinn. Ich mache keine Grillvideos mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Also, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, ihr wisst es. Macht unbedingt dieses Porchetta nach. Im Übrigen, wer sich über die Hitze des Grills Fragen stellt, Backburner Vollgas, gute Reise. Also, macht's gut, bis demnächst. Ciao. Alter. Unnormal gut, ey. Das